Ja, mal sehen, wann das Video kommt, was ich heute aufgenommen habe im Stadtmuseum von Sobiesk. Eine sehr nette Dame hat dort mir die Führung gemacht für den Kanal und hat viele interessante Informationen gegeben über die Stadtgeschichte von Sowjetsk bzw. Tilsit. Ich werde mich bemühen, das Video bald hochzuladen. Bis es so ist, heute noch ein kleiner Gruß von uns, von der sehr schönen Konditorei, wo wir immer wieder sitzen. Zeig mal deine Torte. Das ist ihre Torte. Ja. Dann hat sie ein Milchmixgetränk mit Kirschen. Dahinter die Coca-Cola leicht zu erkennen. Und ich habe einen Milchkaffee, der auch sehr gut ist. Und eine Zitronentorte. Eine Zitronentorte. So, und da draußen rauscht der Verkehr vorbei. Ihr seht das eine oder andere Licht, also Scheinwerfer von den Autos von der Ulica Lenina. Und Leonschka Kusnia-Torte? Ja. Da? Aha. Also die hat schon ganz gut abgebissen von der Torte. Und in der Nacht habe ich wieder weiterschreiben können. Habe ich wieder weiterschreiben können. Und zwar einen Spaziergang, den der Freund, der russische Freund, mit mir machte, bis wir an einen Park kommen, wo es dann sehr dunkel wurde. Und es war mir so ein bisschen unheimlich gewesen, so ein bisschen unheimlich. Und das versuche ich auch in dem Buch gut zu formulieren. Also zuerst waren wir ja noch in einem ganz netten Café, also so auf Englisch gemacht. Eine Coffee Bar nennt sich das, Coffee Bar. Und dann aus der bewegten, bevölkerten Fußgängerzone sind wir dann langsam heraus. Es war aber auch schon spät. Dann waren auch schon weniger Leute dort. Und schließlich, hier hält immer ein Bus, den könnt ihr doch nicht so richtig sehen. Der kommt direkt aus Kaliningrad. Gorod. Der hält hier mal so eine Haltestelle. Hier sind wir auch schon ausgestiegen, wenn wir von dort kamen. Ja, also nochmal zur Geschichte. Und dann war es schon recht spät, als wir aus dieser Coffeebar hinausgingen und deswegen auch weniger Leute. Schon ganz wenig Leute inzwischen. Zuerst, als wir hineingingen in die Bar, war da viel los, viele, viele Menschen. Die Geschäfte waren alle noch offen, andere Cafés und Restaurants. Und dann nachher diese totale Einsamkeit schon fast und kaum noch Menschen und nachher überhaupt niemand mehr. Überhaupt niemand mehr. Ich habe dann noch geschrieben, dass mein Herr Vater in diese menschenleeren Straßen mit Sicherheit auf seine Leinwand dann Menschen heraufgezaubert hätte. Weil alles, was er malte, war immer mit Menschen verbunden. Das hätte er sicher auch gemacht. Also diese leeren Straßen, obwohl es ja nachts war, schon spät. Nein, die hätten ihm nicht gefallen. Er hätte dann dort Menschen also herauffantasiert auf die Leinwand. Tja, und dann, als wir dann zum Park kommen, da habe ich meine eigenen Hände nicht mehr vor Augen gesehen. So dunkel war das und dann war mir ganz mulmig zumute, obwohl ich einen sehr starken Freund neben mir hatte. Einen alten Elitekämpfer, der immer noch sehr, sehr sportlich und stark ist. Naja, trotzdem. Jo, sonst mache ich mich mal an den Milchkaffee und dann eine Zitronentorte und du wirst dann auch weiter deine Torte essen, ne? Ja, bestätigt sie. Ja, also ihr Lieben, bis bald dann und sag mal schön auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüssi, bis bald, ihr Lieben.